beginnen wir mit zwei globalen Phänomenen des 21. Jahrhunderts: Urbanisierung und Klimawandel. Was macht das Zusammenspiel dieser beiden Phänomene so besonders bzw. so besonders herausfordernd? Wir leben im Zeitalter der Städte. Das ist Ihnen nicht neu. Die Mehrheit, also mehr als 50% der Weltbevölkerung, lebt in urbanen Räumen. Und der Trend setzt sich weiter fort. Schauen wir uns die Zahlen an. Lebten im Jahr 2018 rund 4,2 Milliarden Menschen auf der Welt in Städten, so sollen es nach Prognosen der Vereinten Nationen im Jahr 2050 rund 6,7 Milliarden sein. Das heißt, man geht davon aus, dass die Stadtbevölkerung um weitere 2,5 Milliarden Menschen anwachsen wird. Im gleichen Zeitraum wird das Gesamtbevölkerungswachstum allerdings nur um 2,2 Milliarden steigen. Das heißt, unsere Welt wird immer urbaner. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die fortschreitende Urbanisierung ein globales Phänomen ist. Jedoch gibt es regional sehr starke Unterschiede. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass beispielsweise Lateinamerika und die Karibik, aber auch Europa bereits sehr stark verstädtert sind. Eine starke Urbanisierung findet derzeit hingegen in Asien und in Afrika statt. So ist Afrika derzeit noch sehr stark rural, mit einem Anteil von 43% an der urbanen Bevölkerung. Jedoch werden in Afrika und Asien die höchsten Wachstumsraten bis zum Jahr 2050 erwartet. Das entspricht in etwa 90% des erwarteten weltweiten Anstiegs. In Bezug auf den erwarteten Anstieg an der urbanen Bevölkerung in Afrika und in Asien, wie gerade aufgezeigt und hier noch einmal dargestellt, wird davon ausgegangen, dass dieses Wachstum vor allem in den Megastädten mit einer Einwohnerzahl von mehr als 10 Millionen vonstatten gehen wird. Allerdings ist es weltweit betrachtet nicht so, dass die Megastädte den größten Anteil an der städtischen Gesamtbevölkerung ausmachen. Vielmehr lebt der Großteil der urbanen Bevölkerung in Städten mit einer Größe von bis zu 500.000 Einwohnern. Warum habe ich Ihnen diese Zahlen gezeigt? Ich habe sie Ihnen gezeigt, weil Städte wesentlich zum globalen Umweltwandel und damit insbesondere auch zum Klimawandel beitragen. So wird davon ausgegangen, dass rund 75% aller CO2-Emissionen weltweit in den Städten entstehen. Und zwar, weil wir Menschen durch unser tägliches Handeln besonders mobil sind, viel konsumieren und dies alles Einfluss hat auf unsere Umwelt, auf das spezifische Stadtklima. Denn gerade durch die Veränderungen in der Landnutzung kommt es zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch und dadurch auch zu Ressourcenkonflikten. Dies wirkt sich wiederum auf die Städte aus, zum Beispiel auf die Gesundheit der Menschen. Aber auch Naturgefahren wie zum Beispiel Starkregen oder Hitze können besonders starke Auswirkungen in den Städten haben. Das heißt, dass Städte oftmals auch besonders vom Klimawandel betroffen sind. Also sie tragen nicht nur dazu bei, sondern sind selber besonders betroffen. Wenn wir uns die Wechselwirkungen zwischen Urbanisierung und Klimawandel genauer ansehen, müssen wir insbesondere die Komplexität urbaner Räume sowie ihre spezifischen Kontexte betrachten. So kommen zu unserer täglichen Mobilität, unserem täglichen Handeln weitere Herausforderungen hinzu, wie zum Beispiel der demografische Wandel oder auch der politische und der ökonomische Wandel. Migrationsbewegungen sind zu nennen, aber auch ganz temporäre Ereignisse, wie zum Beispiel Finanzkrisen oder andere Krisen, wie aktuell die Covid-19-Pandemie. Somit muss der Klimawandel als zusätzlicher Druck gesehen werden, als eine Herausforderung, die die bereits bestehenden Herausforderungen städtischer Räume weiter verstärkt. Im Folgenden möchte ich Ihnen nun diese Zusammenhänge beispielhaft etwas näher erläutern. Dafür nehme ich Sie jetzt mit auf eine Reise über den Atlantik, nach Südamerika, genauer gesagt nach Chile, in die Metropolregion Santiago de Chile. Die Metropolregion Santiago de Chile wächst. Das heißt, das Bevölkerungswachstum nimmt zu. Weiterhin ist ganz wichtig, dass Santiago
traditionell durch eine hohe sozialräumliche Ungleichheit charakterisiert wird. Das heißt, die Spanne zwischen Arm und Reich ist groß. Die für die Metropolregion modellierten Klimaveränderungen, und zwar bis zum Jahr 2065 gerechnet, gehen von einer Zunahme der Temperaturen um 1 bis 2 Grad jährlich aus und von einem Rückgang der jährlichen Niederschläge um ca. 20%. Andererseits wird davon ausgegangen, dass Starkregenereignisse sowie extreme Temperaturen weiter zunehmen werden. Die Folge dieser Klimaänderungen können oder sind Probleme in Bezug auf die Wasserverfügbarkeit. Durch Starkregen kann es verstärkt zu Überschwemmungen kommen und die Zunahme von extremen Temperaturen kann zu Hitzewellen führen. Somit kann man zusammenfassen, dass die Metropolregion zunehmend heißer und trockener wird. Und dabei stellt sich jetzt natürlich die Frage, was das für das Leben in der Stadt, für das Leben für die Gesellschaft bedeutet. Zusammenfassend, abschließend ist zu sagen, dass die Prozesse der Urbanisierung und des Klimawandels eng miteinander verworren sind und die Auswirkungen bzw. die daraus resultierenden Herausforderungen und Gefahren kontextspezifisch sind. Der Frage nach den Folgen und nach der Betroffenheit, der Verwundbarkeit werden wir im folgenden Video nachgehen.